Die Sternenhexe. Ein kleines Märchen von Blackbleed. In einem weit entfernten Land, in einer längst vergessenen und vergangenen Zeit, hinter großen Feldern und Hügeln, hing die Nacht über dem Gebirge und die letzten Lichter und orangefarbenen Ausläufer der untergehenden Sonne verschmolzen am dunklen Horizont mit dem tiefen und kalten Blau der stillen Nacht. Die Menschen in ihren Häusern glitten gerade in das Reich der Träume. Ein lauer Wind wehte und senkte die ländliche Idylle im sanften Rauschen der Baumkronen in eine irgendwie lethargische Melancholie. Und gedämpft von weit her hörte man das leise Krächzen eines Raben, begleitet von dem monotonen Zirpen der Insekten aus den durch Nebel und Tau bedeckten Wiesen und Weiden ringsherum. Geräusche der Nacht durchzogen das kleine Dorf im Bauerntal und spielten im harmonischen Einklang ein symphonisches Konzert und Wiegenlied, was die Menschen in den Schlaf führte. Auch ein kleiner Junge, 5 Jahre alt, der einen erlebnisreichen Tag mit seinen Freunden spielend im Wald verbracht hatte und dann noch seinen Vater bei der schweren Feldarbeit zuerst geholfen und schließlich dann nur noch müde zugesehen hatte, lag erschöpft, zufrieden und leise in seinem Zimmer. Stille und Ruhe breitete sich aus und lediglich das vertraute Knistern des Feuers im Kamin in der Wohnstube durchschnitt die nun seltsam anmutende, doch sonst so betriebsame Umgebung des alten Bauernhofs und verband jetzt alles in einer vertrauten, familiären und warmen Atmosphäre. Die Holzdielen reflektierten den letzten Schein aufkeimender Glut, ein kleines Lagerfeuer, das versuchte nicht auszugehen, und glücklich begab sich der kleine Junge in seinem Bett, dick in seine Decken eingewickelt, in das Reich der Träume, voller Erwartung und Ungeduld, endlich wieder einmal seinen Lieblingsort sehen zu dürfen. Ein mystischer Platz in einer unergründlich und schleierhaften Welt, die er aus seinen Geschichten und Büchern herkannte, welche er sich ab und zu von seinem Taschengeld kaufte und mit großen Augen und rotem Kopf fieberhaft verschlang. Das leise und verblassene Ticken der Wanduhr, ein Geschenk seiner Oma zu Weihnachten, führte ihn mit jedem rhythmischen Klicken an sein Ziel. Plötzlich mit Papierhut und Holzschwert in der Hand bewaffnet, befand er sich nun des Nachts innerhalb eines dicht bewachsenen schwarzen Waldes. Vorsichtig und mühsam schlich er tastend und suchend zu seinem Freund, dem großen, starken und roten Drachen, der im Schein eines Lagerfeuers an einer Lichtung mit kräftigen Flügelschlägen Funken an das nächtliche Firmament warf und somit tanzend und schnaubend über dem Feuer durch seinen geschmeidigen Flug die Nacht erhellte. Er war riesig, schlangenhaft und schuppig, mit weiten und großen Flügeln, durch welche man wie bei Fliegen hindurchschauen konnte. Den Blick fokussiert auf das Flammenmeer trat der Junge auf das freie Stück der Lichtung und schaute ehrfürchtig und beeindruckt nach oben zum Himmel, um bewundernd und staunend die Flugkünste des feuerspeienden Fabelwesens zu verfolgen, welches gerade dabei war, weitschweifende Schleifen und Loopings zu fliegen und ein wahres Feuerwerk am Himmelszelt zu veranstalten. Und wie bereits in so vielen Begegnungen und träumerischen Wiederholungen zuvor, so vernahm er das wunderbare Schauspiel und die magische Wandlung der durch die Flügelschläge aufgewirbelten Funken in kleine, glitzernde weiße Sterne, die emporschwebten und mit ihren Mustern und Formen wunderschöne, funkelnde und helle Sternbilder im schwarzen Nichts kreierten. In dieser Welt war es die Aufgabe des Drachen, mit seinen Flugkünsten so die Sterne zu gestalten. Ein Schauspiel, das so beeindruckend war, dass die Welt für den kleinen Jungen für einen Moment aufhörte zu existieren und er einfach nur bei der Betrachtung dieser vollen Schönheit und Anmut dahinschmolz. Doch diese perfekte und prachtvolle Szenerie, dieses wunderbare Spektakel, rief auch einen immer wiederkehrenden Neider und Zerstörer auf den Plan, dem als Geisel auferlegt war, Dunkelheit und Finsternis über diesen Kosmos zu bringen und alle Sterne wieder einzusammeln und vom Himmel zu stehlen. Geschickt, schnell und raffiniert sauste die Sternhexe hoch oben und fast unsichtbar auf ihrem krummen Besen mit spitzem Hut und Umhang durch die wolkenlose Nacht. Ein Fluch, vor langer Zeit ausgesprochen von ihrer bösen Stiefmutter, zwang sie, die Sterne als kleine weiße Punkte auf ihrer Haut zu sammeln, die sich schließlich bei ihr zu einer Art Karte zusammenfügten, um den vergessenen Weg nach Hause zu finden, damit sie diesen Ort endlich verlassen konnte, wobei dann auch all die vielen Fabelwesen in den Zauberwäldern wieder frei und erlöst wären. So geschah es,
trotz anmutigen Tanzes und des Bemühen des Drachen, dass die Sterne am Firmament durch den Diebstahl der Hexe langsam erloschen und sich die Dunkelheit wieder siegreich auszubreiten begann. Das war nun die Stunde des kleinen Jungen, der nun mutig, tapfer und heldenhaft mit seinem geflügelten Freund die gemeine Hexe zur Strecke bringen wollte und den Drachen bat, mit ihm auf dem Rücken durch das Sternenmeer zu reisen, um die Schönheit und den Spaß in dieser wundervollen Welt, seiner Traumwelt, für immer erhalten zu können, um ein richtiges und nie enden wollendes Abenteuer zu erleben, um endlich einmal der Held zu sein, groß und stark. Und so begab es sich, dass beide über Baumwipfel und Berge in schwindelerregender Höhe den nächtlichen Himmel emporstiegen und mit atemberaubender Geschwindigkeit der Hexe folgten. Sie war fleißig und blitzschnell und hatte bereits fast alle Sterne eingesammelt. Es war ihr nur schwer beizukommen. Ein letzter, einsamer, kleiner Stern stand im Zentrum des unwillkürlichen, schwarzen, leeren Nichts, auf den sie nun alle, voran die Hexe und dicht gefolgt vom Drachen und dem kleinen Jungen, wie Raketen zuschossen. Das Atmen fiel durch den Gegenwind schwer und die Augen brannten, aber mit letzter Kraft und diversen Zurufen an seinen Drachenfreund, »Los, schneller, wir schaffen es, wir kriegen ihn!« gelang es den beiden, der Hexe zuvorzukommen und den letzten Stern als erster zu erreichen, der sich geschwind als kleiner blinkender Kristall in den Haaren des Jungen verfing. Sein Ziel erreicht, den Stern glücklich und lächelnd bekommen zu haben, blieb der Drache aber plötzlich und schwebend auf der Stelle stehen. Und so flog, trotz warnender Zurufe des Jungen, »Weiter, komm schon, wir müssen ihr doch entkommen, sie darf den letzten Stern nicht kriegen«, die Sternhexe ganz langsam auf ihrem Besen vor das Gesicht des kleinen Jungen, griff nach seinem Haar, breitete dann ihre Arme aus und auf einmal flossen der Drache und die Märchenwelt im Rauch und Nebel verschwommen dahin. Aus der Ferne traf nun ein Lichtstrahl aus einem halb geöffneten Fenster auf die Nasenspitze des kleinen Jungen und kühle, frische, morgendliche Herbstluft trat nun in seine kleine Kammer. Vögel zwitscherten. Er öffnete die Augen und eine bekannte Umgebung und ein angenehmer Duft nach Frühstück weckten neue Kräfte und neuen Tatendrang in ihm. Die Sonne schien. Er konnte es kaum erwarten, das gerade Erlebte zu erzählen und vielleicht, wenn es die Zeit zuließ, eventuell nachher draußen mit seinen Freunden nachzuspielen. Nur bei der Rolle der Hexe wusste er nicht genau, wen er damit beauftragen sollte. Dann musste es eben das frische Ferkel aus dem Stall sein. Die waren ja genauso schwer zu fangen und sowieso irgendwie ähnlich. Mit einem kleinen, spitzen Partyhut und Mamas Handfeger kam es dem Original schon relativ nah. Aufgeregt konnte er es kaum erwarten, endlich nach dem Frühstück raus zum Spielen zu gehen. Und es war Sonntag.